Sie stellen zum ersten Mal einen Mitarbeiter ein oder wollen sich in das Personalwesen einarbeiten. Wie erstellen Sie eine Lohnabrechnung? Wohin mit den Beiträgen? Wie melden Sie Ihre Arbeitnehmer an? Mein Name ist Stefan Jung und ich gebe kostenlose Online-Seminare für Firmenkunden. Heute möchte ich Ihnen gerne ein paar Auszüge aus meinem Seminar Grundlagen der Sozialversicherung vorstellen. Beiträge und Meldung zur Sozialversicherung, das sind hier die gesetzliche Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung, werden direkt an die gesetzlichen Krankenkassen übermittelt. Lediglich die Beiträge zur Unfallversicherung, die werden an die Berufsgenossenschaften gezahlt. So als Tipp, bei privat versicherten Arbeitnehmern erhält immer die letzte gesetzliche Krankenkasse die Meldung und Beiträge zur Renten- und Arbeitslosenversicherung. Häufig wird mir auch die Frage gestellt, ob Arbeitnehmer Wahlmöglichkeiten haben oder ob sie immer zu allen Zweigen der Sozialversicherung gemeldet werden müssen. Zu 95% tritt bei allen Beschäftigungsverhältnissen Versicherungspflicht zu allen Zweigen der Sozialversicherung ein. Wahlmöglichkeiten bestehen hier nicht. Bei einigen Tatbeständen gibt es jedoch Besonderheiten. So werden zum Beispiel Arbeitnehmer, die älter als 55 sind, von der Kranken- und Pflegeversicherung ausgeschlossen, wenn sie in den letzten 5 Jahren überwiegend privat krankenversichert waren. Hier müssten dann lediglich Beiträge zur Renten- und Arbeitslosenversicherung gezahlt werden. Keine Sozialversicherungspflicht tritt zum Beispiel auch bei Minijobbern ein, die nicht mehr als 450 Euro verdienen. Hier besteht nur eine Rentenversicherungspflicht mit einer Befreiungsoption. Andere Ausnahmen sind zum Beispiel die beschäftigten Rentner, Studenten, Praktikanten, GmbH-Gesellschafter, beschäftigte Familienangehörige, Selbstständige oder auch Schüler. Ihre beschäftigten Arbeitnehmer melden Sie ausschließlich auf digitalem Wege zur Sozialversicherung an. Dies erfolgt in der Praxis meistens über Ihr Lohnabrechnungsprogramm oder über das Übermittlungstool SVNet, das Sie sich kostenlos auf der Homepage der ITSG herunterladen können. Mit diesem Programm übermitteln Sie Beginn und Ende der Beschäftigung, eine Unterbrechung der Beschäftigung sowie das jährlich erzielte Bruttoarbeitsentgelt auf digitalem Wege direkt an die Krankenkasse. Die Beitragsberechnung erfolgt prozentual vom Bruttoarbeitsentgelt. Hier gilt der Grundsatz, dass für alle steuerpflichtigen Bezüge auch Sozialversicherungsbeiträge gezahlt werden müssen. Als Hilfe für die Berechnung Ihrer Gehälter stellen wir Ihnen auf unserer Webseite einen Beitrags- und Gehaltsrechner zur Verfügung. Den Link hierzu finden Sie unten in der Videobeschreibung. Die Beiträge werden über einen Beitragsnachweis belegt. Dieser Beitragsnachweis muss den Krankenkassen am 5. letzten Bankarbeitstag des Monats vorliegen. Das Arbeitsentgelt der verbleibenden Tage muss im Vorfeld geschätzt werden und in diesen Beitragsnachweis mit einfließen. Wie diese Schätzung funktioniert, welche Besonderheiten es bei den Beitragsgruppen gibt und was die Umlagekasse bedeutet, diesen Einblick würde ich Ihnen gerne in unserem Seminar Grundlagen für Einsteiger geben. Wenn ich Ihr Interesse geweckt habe, dann melden Sie sich einfach an. In der Videobeschreibung finden Sie alle Informationen zur Anmeldung, zu den Terminen und zu weiteren Seminaren der IKK Classic. Dann bis bald im Online-Seminar. Ich freue mich auf Sie.